Umweg nimmt. Oder wenn er was erledigen muss, bevor er ins Roller geht. Oder wenn er jemanden trifft oder sonst irgendwas. Hör auf, Jim. Mach dir weniger Gedanken und klingel einfach bei ihm. Er ist dein Freund. Wieso ist es denn so ein Problem? Ja, genau deswegen, Jim, weil er mein Freund ist. Und ich möchte, dass er das bleibt. Jetzt konzentrier dich und denk darüber nach, was du ihm sagen willst. Hm. Ganz einfach. Mit ihm reden wir einfacher, klar. Aber mir fällt gerade nichts ein. Was hältst du davon, wenn du so tust, als würdest du ihm zufällig begegnen? Ah, Nico, so. Hm. Hier finde ich meine Mädchen, die drehen voll am Rädchen. Wovon sie reden, kann ich nicht ahnen, doch ich werde es bald erfahren. Jetzt habt euch nicht so, das war doch nicht schlecht. Was machst du hier? Ja, was machst du was hier? Was macht ihr hier? Wen spioniert ihr aus? Verratet ihr es mir? Ausspionieren? Niemanden. Niemanden? Ah, nein, nein, also echt niemanden. Niemanden. Und wieso habt ihr euch dann hinter diesem Baum versteckt? Hey, was soll das denn werden? Ich frage Miro, los, quatsch ihn an, Jim. Beeil dich. Sei still. Was? Ich will den Baum nicht umarmen. Jetzt bin ich aber gespannt. Hallo. Alles klar? Alles klar. Ich kam gerade zufällig hier vorbei. Wie lustig. Ja. Ehrlich, ich hab dir nicht aufgelauert. Wieso lauert ihr ihrem Freund auf? Sch, Ramiro. Siehst klasse aus. Vielen Dank.